Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Kommen. Und ich versuche jetzt ein bisschen über dieses Konzert zu sagen, zu erklären, ein bisschen Hintergrund dazu und so weiter. Hallo, liebe Kollegen. ja, das Konzert ist, also wir hätten das in Juno spielen sollen, aber wegen Covid natürlich wurde das verlegt. Und jetzt hatten wir diesen Termin gefunden und ist alles gut. Es findet statt. Ich hab lange überlegt, genau wie das Programm sein soll, wie das laufen soll, was überhaupt drin sein soll. Und ich wollte noch einmal das Stück von Luigi Nono spielen, Post Präludium per Donau, Nummer 3, aus irgendeinem Grund. Das habe ich noch nicht herausgefunden, warum. Das geht hier ganz einfach, weil wir das Equipment haben. Ich habe den Patch auf meinen Rechner dafür und ich habe die Kollegen eingeladen, mitzuspielen und alles wunderbar. Dann, das war der erste Wunsch. Dann vor 10 Jahren oder so haben wir eine Version von Stockhausen Solo mit Hanna gespielt auf der Geige. Und das haben wir auch in dem Programm von heute Abend reingebracht, weil Solo ist auch eine von den Stücken, die mich begleitet haben, meine ganze Karriere lang. Dieses Stück habe ich zuerst als Student gespielt und dafür habe ich das Hardware aufgebaut mit Holz und Hammer und Nägel und ein bisschen kleine Elektronik dazu. Und vor allem hat es funktioniert. Und damit habe ich mein Bachelor Recital zu Ende gebracht. Seitdem haben wir die Technologie, zu digitalisieren und es ist eigentlich im Prinzip viel einfacher heutzutage zu spielen, nicht von der Instrumentaltechnik her, aber einfach von der Elektronik Teil. Und das dritte Stück in dem Programm ist ein größeres Stück und deshalb sitzen meine Kollegen alle hier. Für das ganze Ensemble von Frank Kratkowski. Frank, wo bist du? Der kommt. Der kommt ja improvisiert. Ich kenne Frank seit ungefähr 30 Jahren und wir haben relativ viel zusammengespielt. Wir haben einige Projekte zusammen gemacht. Wir waren auf Tournee zusammen. Wir haben Bier zusammen getrunken natürlich und so weiter. Frank ist einer von den Komponisten, der aus einer anderen Tradition, also nicht saubere neue Musiktradition, kann ich so sagen, kommt. Eher aus einer Jazz- und improvisierte Musikrichtung kommt. Der hat aber relativ früh angefangen auch zu komponieren, aber mit anderen Mitteln sozusagen. Mit anderen Strukturen, mit anderen Haltungen. Und das hat mich immer wieder sehr viel Freude gemacht, in der Art und Weise, wie er das macht. Der steht vor einem Ensemble und quasi improvisiert als Dirigent oder als Leiter. Und ich wollte das auch haben als Teil von meinem Abschied, weil jetzt komme ich zum richtigen Thema. In 2 von den Stücken, die ersten 2, die Solostücke, spielt die Elektronik eine große Rolle, musikalisch. Die Elektronik ist basiert auf einem Verzögerungssystem. Das, was reingespielt wird in dem System, wird gespeichert eine Weile lang und dann wird es wieder gegeben.
Das auf jeden Fall für Stockhausen war als Konzept war sehr wichtig, dass er ihn auf einer persönlichen Ebene für ihn sieht, dass man, er hat bestimmte Erinnerungen in seinem Kopf von seinem Leben und manchmal erinnert er sich an ein Ereignis. Und das kommt dann zusammen mit was, irgendwas, was in dem Jetzt, in dem jetzigen Moment passiert oder stattfindet. Die überlagern sich dann. Und dann kommt später vielleicht noch eine und es hat eine völlig andere Bedeutung, weil es überlagert ist mit irgendwas anderes oder es ist was anderes, was mit der gleichen Sachen überlagert wird. Und das hat er direkt musikalisch dann umgesetzt. Das werden wir hören in dem, also kurz nach dem Anfang von dem Stück, von der Version, was wir jetzt mit Hanna hören werden, gleich als nächstes Stück. Da sind Überlagerungen, es geht bis 6-mal übereinander. Was er auch reingeschrieben hat in dem Stück, ist, wie wir Sachen vergessen. Es gibt ja Unterbrechungen. Deshalb sitzen so viele Leute an dem Tisch. Vielleicht, es fällt mir jetzt ein, ich spreche von dem Stück, was noch nicht kommt. aber ich mache das fertig. In der Aufnahme gibt es dann Unterbrechungen, in dem der Fader von dem Mikrofonsignal runtergezogen wird und wieder hoch. Und das für Stockhausen war das eine Spiegelung von, wie wir uns im Alltag, unsere Gehirne funktionieren. Manchmal vergessen wir einfach irgendwas. Wir nehmen was, wir denken, wir haben was erinnert, aber eigentlich haben wir das falsch erinnert. Weil man spricht mit jemand anderem darüber und er oder sie hat eine völlig andere Erinnerung an diesen Ereignis. Das haben wir auch neulich unter uns erfahren. Ja, jetzt zu dem ersten Stück. Dieses Erinnerungssystem ist auch in dem Stück. In diesem Fall hat Nono das ein bisschen anders genommen. Der wollte das Instrument, die Tuba, live gespielt. Er wollte versuchen, die Klänge von der Tuba so zu verändern, dass sie nicht so richtig mehr erkennbar sind. Das ist natürlich sehr schwer zu machen, wenn man nur einen Fader in der Hand hat. Was man machen kann, ist natürlich den Anfang von dem Klang weglassen oder irgendwann in der Mitte von einem Klang wegnehmen. Musik konkret in einer Art und Weise, indem man Teile wegmacht und auf der anderen Seite Klänge zusammentut, um Klangobjekte zusammenzubauen. Und ja, das werden wir jetzt hören, wie erfolgreich das sein kann. es geht auch darum, in diesem Stück das Instrument wirklich auf seine Grenzen zu treiben. Er schreibt sehr, sehr hoch für das Instrument und in einem Stück in Prometeo hat er sogar für die Tuba, der Tuba-Spieler hat er geschrieben für nicht nur Tuba, sondern eine Posaune und für eine Trompete. So hoch wollte er, dass der Tubist spielt. Er hat sogar für eine Trompete geschrieben. Dann, es gibt ja verschiedene Akustik in dem Stück. Das werden wir auch jetzt sehr genießen, glaube ich. Ich auf jeden Fall. Und lass uns das einfach spielen und fertig mit dem Reden.
Thank you.
Thank you.
Es kann gut sein, dass jemand erwartet, dass ich jetzt was sage. Aber ich habe schon alles gesagt. Und deshalb würde ich sagen, lass uns Hanna auf die Bühne willkommen heißen. Ist sie überhaupt so weit? Dann warten wir einfach ab. Nimm das hier weg. Ich gehe kurz mal gucken.
Thank you.
Thank you.
Yeah.